Wird es Verhandlungen geben über die erste Wiener Punschkraftfahrer-Koalition? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Es war ein erstes gutes Treffen. Es war ein Sondierungstermin mit guten und konstruktiven Gesprächen, wo wir uns inhaltlich auch abgestimmt haben. Wir haben aber auch ausgemacht, über alles Inhaltliche auch stillschweigen zu vereinbaren, dass ich werde auch da keine weiteren Informationen geben können. Sind Sie zufrieden mit dem Gespräch? Ja, es war ein sehr offenes, konstruktives und auch gutes Gespräch. Wie man sieht, hat es sogar ein bisschen länger gedauert als ursprünglich anberaumt. Es war eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Auch wenn Sie inhaltlich nichts sagen können, aber geht es für Sie in die erwartbare Richtung? Sind es Dinge, mit denen Sie zufrieden sein können und die Sie auch vor der Wahl schon propagiert haben, was Sie haben werden wollen? Also stimmt die Richtung, um das jetzt von einer anderen Partei auszudrücken? Inhaltlich kann ich es nicht beantworten, nur atmosphärisch, dass es gut war, sehr konstruktiv war, aber genauso, wie ich es auch erwartet habe. Es war ein offener Austausch über wichtige Themen und der war sehr, sehr konstruktiv und wohlwollend. Das heißt, es geht in die nächste Runde. Das liegt jetzt nicht an uns. Der Ball liegt bei Michael Ludwig. Er hat diese Woche noch Sondierungen mit zwei anderen Parteien und wird sich dann festlegen. Unser Gespräch war sehr, sehr gut und konstruktiv. Zeitlich, wie sind Sie verblieben? Wann geht es weiter? Wann wird darüber gesprochen oder wann werden Sie erfahren, ob es oder wie es weitergeht? Es gibt noch keinen konkreten Zeitplan. Diese Woche gibt es noch Sondierungen und alles Weitere wird Bürgermeister Ludwig dann verkünden.